Auch in Microsoft Word hat man die Möglichkeit, Quellen zu verwalten, Zitate einzufügen und ein Literaturverzeichnis zu generieren. Um nun eine neue Quelle zu erstellen, klickt man oben in der Leiste auf Verweise. Unter Quellen verwalten kann man bei Neu den Quellentypen sowie wichtige Informationen manuell eintragen. Bevor man nun ein Zitat einfügt, ist es wichtig, zuerst den Zitierstil auszuwählen. Jede Schule bevorzugt hier einen anderen. Auf diesem Symbol kann man nun ein Zitat einfügen. Es lässt sich auch ein Literaturverzeichnis erstellen. Hier kann man ebenfalls einen Stil auswählen. Werden nun Änderungen bei den Zitaten vorgenommen, kann das Literaturverzeichnis ganz einfach aktualisiert werden.